Liebe Zuschauer, liebe Millionäre, schön, dass Sie dabei sind. Ganz herzlich willkommen hier bei uns bei der Lux. Wie heißt es so schön, Geld allein macht nicht glücklich. Und je mehr Geld man hat, desto sorgenfreier müsste das Leben doch eigentlich sein. Könnte man denken, ne? Aber auch Menschen mit Millionen auf dem Konto haben so ihre Problemchen, Sorgen und Ängste. Welche das genau sind, wir haben uns mal für Sie bei den Superreichen umgehört. Haben Sie schon angegrillt? Kann man ja so langsam mal machen, ne? Jetzt, wo es immer so ein bisschen wärmer wird Tag für Tag. Und so ein leckeres Steak auf den Grill zu werfen, ist ja auch wirklich was Feines. Aber Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Wir zeigen Ihnen Steaks, die gelagert werden wie die Kronjuwelen der Queen. Einen Millionär als Mann. Davon träumen viele Damen, muss man nichts mehr arbeiten und kann das Leben einfach mal genießen. Aber die große Frage ist, wo lernt man den kennen? Wenn Sie dieses Ziel auch haben, dann sollten Sie Kontakt zu dieser Dame hier aufnehmen, zu Dr. Kimberly Stearns. Sie ist die berühmteste Verkupplerin Hollywoods. Das Konzept ganz einfach, die gelernte Psychologin bringt Single-Frauen ausschließlich mit stinkreichen Männern zusammen. Und schauen Sie mal, so genau funktioniert das Luxus-Dating. Sie braucht dagegen keinen reichen Mann, denn Joanne hat selbst genug Geld auf dem Konto und könnte sich längst zur Ruhe setzen. Immobiliengeschäfte in England haben die 39-Jährige zur Millionärin gemacht. Ihr gehören mittlerweile zig Luxusanwesen in Phuket. Aber so gar nichts machen, das ist ihr irgendwie auch zu langweilig. Und deshalb arbeitet Joanne nur noch aus Spaß. Sie ist Villensammlerin und wir haben sie mitten im Paradies getroffen. Und wenn Sie dazu gleich hier bei Deluxe, bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück hier bei Deluxe. Sie gehören zu Floridas erfolgreichsten Geschäftsmännern. JR und sein Vater Mike verdienen Millionen mit Autoklassikern. Das Konzept, sie kaufen Oldtimer weltweit ein und motzen die Liebhaberstücke dann in der eigenen Werkstatt wieder auf. Klingt im ersten Moment total einfach und ziemlich einleuchtend. Da wollten wir natürlich wissen, funktioniert das wirklich? Dass gerade Hochsaison in der Karibik ist und alles extra teuer ist, das braucht den deutschen Unternehmer Christian nicht wirklich zu interessieren. Denn sowohl der Pool als auch die dazugehörige Luxusvilla gehören dem 59-Jährigen. Und er zeigt uns jetzt ganz exklusiv, wie der wohl schönste Urlaub der Welt aussieht. Achtung, Neidfaktor. Ja, Wahnsinn. Mit diesen wirklich traumhaften Bildern sagen wir Tschüss für heute. Das war's von Deluxe. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie's gut.